Second team pick. Yeah! Willkommen zurück im Spiel der Dota 2 Asia Championship 2015. Spiel Vici gegen Hellraisers. Endlich! Und wir haben nur 2 Stunden Verspätung. Yay! Lancen, voll toll. Anyway. Ja, das Game ist jetzt los und jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll. Nein, der Draft ist ja schon ein bisschen fortgeschritten, in Anführungsstrichen. Aber ja, beide Teams haben gebannt. Wow! So much. So viel, was schon passiert ist. Vici Gaming bannt als erstes den Nightstalker. Interessanter Bann. Aber gut, Hellraisers, glaube ich, haben den so langsam wieder ins Meta reingebracht. Wurde auch auf dem Panel von BTS gerade eben sehr viel drüber geredet. Im zweiten Bann haben wir Juggernaut, nichts Besonderes hier. Batrider und Shadow Fiend von Hellraisers raus, auch nichts Besonderes. Vengeful Spirit noch unbesonderer. Aber Rubick First Pick von Hellraisers. Interesting, interesting. Rubick und Troll ist die Wahl von Hellraisers. Der Troll nichts Besonderes, gerade in Sachen Russian Dota ist Troll doch immer noch Core, obwohl tatsächlich Navi es halt meistens ohne Troll versucht hat. Okay, sie haben es ein Spiel ohne Troll versucht und haben sie gewonnen. Okay. Ja, auch eine gute Strategie, aber hey. Rubick und Troll gegen Vengeful Spirit und Axe. Wobei in der Vici Gaming, ja, könnten doch mit Axe machen. Ah, mal schauen, was da so der Fall wird. F3 confirmed, ja. Okay, Vici Gaming, lassen sich noch ein bisschen Zeit. Damit sie FY, der noch ein bisschen braucht. FY, FI. Ich hoffe mal, dass FY ein Sand King bekommt. Ich habe sehr, sehr positive Gedanken an FY Sand King haben wollen. Wenn Fenrir dann wahrscheinlich die Vengeful Spirit pickt. Isis Ivers wird eh den Phoenix bekommen. Ist halt so sein Item. Okay, und Medusa. Also, ja, ich habe mit einer Medusa für Black gerechnet, aber Second Pick? Seriously? Okay. Von mir aus. Dann eben Second Pick Medusa. Warum nicht? Man kann ja nie früh genug mit der Medusa anfangen. Oder so. Hat sich irgendjemand gedacht. Dusa. Ja, Omni-Light-Bann von Vici Gaming dazu noch. Okay, so, hey, Medusa macht Physical Damage, also wollen wir gerne, dass wir keinen Guardian Angel haben, denn so Physical Damage komplett negiert. Tja, Hellraisers müssen jetzt gucken. Was passt gut mit Medusa? Ogre Magi wäre eine Option, einfach nur als Support. Hätten sie zwei sehr aktive, sehr stun-freudige Supports, die halt auch noch beide die Medusa buffen können. Ansonsten gibt es halt viele Supports, die da noch sehr gut sein könnten. Genau, Chronoman wäre die andere Sache. Da hatte ein Big God letztens gewonnen mit Medusa und Faceless Void. Und da Burning ähnlich wie Black halt so eine Persönlichkeit für auf der Medusa sind, haben sie da auch schon mal den Void rausgenommen. Generell werden sie wahrscheinlich alles rausnehmen, was irgendwie so ein großes, großes Disable hat. Ich weiß nicht, wie das mit AP und Black Hole aussieht. Black Hole eher nicht, weil zu aggressiv auf dem Enigma. Andererseits könnten sie es durchaus nehmen, damit sie mitgeben, irgendwas haben. Bisschen Counterpush, bisschen Eidolons oder sowas. Boah. Aber naja. Lycan gebannt. Okay, Medusa. Ja, wir spielen Slate, also Lycan raus. Wenn wir das Game ein bisschen länger haben. Und ja, Lycan Troll wäre doch eine ziemlich coole Kombo. Ganz viel Damage und ganz viel Attack Speed. Warte mir noch ein bisschen auf Troll und Ancient Apparition. Um Chilling Touch mit Battle Trance zu verbinden. Aber vielleicht werde ich darauf noch ein bisschen warten müssen. Ah, Draw Ranger noch raus. Okay, noch mehr Buff Medusa und generell, ja. Auch ein schöner Bann. Mal schauen, ob jetzt ein paar Supports kommen. Oder ob es in die richtige Zeit kommt.
ob richtige Cores kommen. Mal schauen, was denn so Hellraiser ist, dem letztens gepickt. Der letzte Draft war eine Shadowfiend, PA, Puck, Lion, Omni. Okay, Most Played ist Puck, Most Wins mit Enigma. So, so. Bei VG Gaming, wie sieht das aus? Most Played Rubik, FY Rubik, ja. Auch ringt auch was in meinem Kopf. Most Wins mit Alchemist. Und der letzte Draft gegen HGT war auch mit Chen, Shadowfiend und tatsächlich ein Centaur und ein Terrorblade. Ah, also VG Gaming auf jeden Fall, was das Terrorblade spielt. Witch Doctor ist aber für Hellraisers der zweite und letzte Support. Und Ember Spirit sehen wir hier mal. Und Ember hat ein letztes Set auch nachgelassen, oder? Was haben wir hier? Ember Spirit. Okay, nevermind. Most Played Heroes 109 Times. Fast so viel gespielt wie E-Wisp. Oder 2 Asia Championship irgendwie. Ist es komisch, dass Ember so oft gespielt wurde. Wahrscheinlich sind aber auch Millionen Matches drin. Weiß gar nicht, was Dota Buff da alles drin hat in der Asia Championship, aber in der Gruppenphase wohl nicht. War wahrscheinlich ganze Qualifiers und so noch durch, wo das Ember Spirit im Meta war. Okay, Ember Spirit Medusa. Das ist ein sehr, sehr starkes Late-Game-Lineup. Hellraisers, okay. Picken jetzt schon wieder den Warlock. Das ist der zweite Spiel Folge, wo ich den Warlock gesehen habe. Okay. So, so. Früher Warlock. Witch Doctor Warlock, okay. Ich glaube, Hellraisers versucht jetzt einfach so ein bisschen Push reinzubekommen. Und versuchen halt irgendwie mit den Cores möglichst schnell das Spiel zu beenden. Könnte durchaus hier ein Punkt sein. Weiß nicht, vermisse vielleicht noch was mit Mana Burn. Die Offlane ist doch frei, von daher könnten wir hier noch Nyx Assassin sehen. Gegen Medusa halt auch ziemlich geil. Mensch for Spirit, Solo Kill Potential, Ember Spirit. Ja, geht so. Aber vielleicht eine Nyx für Hellraisers ist hier noch möglich. Ja. Ne, auf Sophia TV sind wir auch. Auf Guzu Gamers. Zumindest unten in. Auf der Dota 2 Asia Championship Match. Da sind wir verlinkt. Sophia. Achso, ja, gut, okay. Für dieses Match weiß ich nicht. Der Phoenix für SSIS kommt also raus. Nichts Besonderes hier. Es war einer der, ja, erwartetesten Pick des ganzen Spiels, weil, hey, SSIS Phoenix ist. Ein sehr, 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 sehr bekannter Held auf ihm. Naja. Ancient Abrition wird tatsächlich gebannt von Hellraisers, okay. Weil, naja, Witch Doctor und Warlock können technisch healen. Weiß ich nicht, ob der Bann da nötig ist mit dem Phoenix. Kann okay sein. Aber ich hätte mir tatsächlich halt irgendwie einen Ancient Abrition halt mal mit dem Troll Warlock zusammen gewünscht. Würde es halt einfach mal ausprobieren, ob das funktioniert. Und ob das okay ist. Vici Gaming. Ja, ich würde wahrscheinlich einen Nyx bannen. Aber es sind recht tankige Helden dabei. Ember Spirit geht so, aber halt Phoenix. Dusas recht. Ist recht tanky, aber Puck gebannt. Wie ich habe ja auch eben schon gesagt hier. Most Wins mit Puck. Von daher eine gute Wahl hier auch raus. Warlock könnte natürlich offline gehen. Weiß es nicht. Ist ja die Frage, wo sie ihn hinpicken wollen. Warlock auf die Offlane haben wir öfters mal gesehen. Ich glaube, das hatte AOE 2000 halt auch begonnen. Offlane Warlock. Aber. Ja, man könnte halt auch irgendwie entweder Safe Lane farmen oder Mitte stellen. Warlock ist einige Optionen. Ich weiß aber auch nicht, was das Beste ist. Und da kommt der Anti-Mage für. Doch noch ein Anti-Mage. Okay. Also Troll Warlock Mitte, Warlock Offlane und Anti-Mage Safelane Farm, so wie es aussieht. Core Rubik wäre auch möglich, aber na. Könnte noch aggressive gehen durchaus. Witch Doctor Warlock oder Witch Doctor Rubik AM. Aber gut, aggressive mit Anti-Mage ist eigentlich keine gute Idee. Definitiv. 10 seconds remaining.
Vici Gaming. Ein Support brauchen wir noch. Und irgendwas, was ich jetzt kommen sehe, ein Ogre. Es könnte ein Ogre sein, es könnte irgendwas, was ein Anti-Mage findet, sowas wie ein Disruptor. Disruptor könnte hier gar nicht so schlecht sein, glaube ich, weil es viel von Hellraisers steht auf einer Position. Witch Doctor, Warlock und Rubik stehen halt quasi hinten. Da könnte man eventuell mal so einen Static Storm reinwerfen. Auch halt außerdem gut für Pickoffs auf Anti-Mage. Ja, aber es wird eine Mirana. Support Mirana. Back to the old days. Rotating Mirana. Cool. Coolio, coolio. Viele Setups haben sie jetzt ja wirklich nicht dafür. Also wird es halt hauptsächlich auf Skill drauf hinauslaufen. Und ich glaube, in der FY Mirana wird das ein Fenrir of the Venge oder umgedreht. Nicht sicher. Das Problem bei Hellraisers ist natürlich so ein bisschen, dass, ich glaube, irgendjemand von BTS hat es auch letztens irgendwie gesagt, dass sie halt Aussprache trainiert hatten, weil das bei Hellraisers doch ein bisschen schwieriger ist. Besonders bei Afoninch oder so. Gorek. Goddamn, ja. Afoninch oder so. Wird das so eine schwierige Sache? Weiß ich nicht. Wenn jemand im Chat, ein ganz bestimmter jemand im Chat, der aus Russland kommt, mir da für Afoninch vielleicht eine phonetische Aussprache geben könnte, irgendwas versuchen, wäre es natürlich auch so eine Sache. Aber ansonsten, Troll ist natürlich auch immer eine schöne Bezeichnung. Beginnen wir das Spiel und VG beginnt das Spiel schon direkt. Die sind besser zusammen, kann man besser introducen. Wir haben Super in der Mitte auf dem Ember Spirit, Black als Farmer natürlich auf der Medusa, der gute Dominic, Fenrir, genau, Vengeful Spirit, FY auf dem Mirana Support und auf dem Offlane Signature Ice 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 auf dem Phoenix. Gorek wird es tatsächlich und es scheint so eine Aggressive Lane zu werden. Oder? Na, mit dem Observer Ward doch, könnte es schon ganz gut sein. Dass jetzt hier Warlock halt offensive auf die Lane geht und generell Hellraisers aggressive gehen. Wäre ziemlich eine gute Wahl, zumindest Gorek bekommt dann einige Zeit hier auf dem Warlock. Ansonsten haben wir Artis auf dem Anti-Mage, Afoninch, Troll Warlord, Dread auf dem Witch Doctor und Goddamn auf dem Rubik. So, mal schauen, ob wir hier direkt in so einen ersten. Oh, da kommt direkt der erste Arrow rein und direkt auf die Klippe. Yep, auf die Klippe, ausgezeichnet. Das will ich sehen. Afoninch kriegt ja noch ein bisschen Battle, aber das könnte so fürs Platz sein oder sie lassen es halt oben. Mal schauen, ob sie für ein Ward besetzen wollen. Wollen sie wahrscheinlich nicht. Ja, und von daher wird jetzt einfach super auf der Lane sein. Wer übernimmt die Mitte? Black übernimmt die Mitte. Und dann können die Supports ein bisschen farmen. FY kann der Technik Leader auch machen. Ja, das passiert halt, wenn man so gegen einen Rubik spielt. War zu erwarten. Technically. Aber ja, interessant. Sehen wir doch hier einen Ward, aber der halt nicht zu weit sieht. Von daher, wenn er sich halt hier zurückbewegt, dann kann man ihn halt da nicht. Kann man ihn halt nicht spotten, von daher wollen sie da nicht committen und irgendwie mitten killen. Ja, okay. Die Supports sind sehr defensiv hier, müssen sich sehr weit zurückziehen. Goddamn traded mit FY, schöne Hits. Ist ihm vollkommen egal, er hat Regen, okay, die Mirana hat auch Regen. Beide fressen Tango und alles okay. Bin gespannt, wann Super hier vielleicht sein TP sich bringen lässt. Aber es dauert halt noch ein bisschen, bis er das Gold hat. Dass mir noch keiner einen TP poolen kann. Doch, das TP ist da. Super hat einen TP gekauft. Ist sich aber nicht sicher, ob es da loslaufen will. Müssen halt dafür alle Supports sehen. Und mit diesem Ward wird es halt doch recht schwierig, da hinzukommen, ohne dass der Kurier stirbt. Und je nachdem, wo er TP't, könnte Rubik es sehen. Von daher, ja, genau das ist die Pose gerade, die der Ember Spirit macht. Möh, alles blöd. Offlane, Ice ist Ice, wird sehr stark harassed. Aber belebt das hier, kriegt kein Shadow Word ab. Das hat eine kürzere Reichweite und somit alles okay. Und es scheint tatsächlich, als ob Super erstmal komplett aussetzt, bis der Flying hier fertig ist. Daher 3 Minuten Vorteil. Holy shit, das ist eine ziemlich gute Sache und goddamn. War natürlich auch ein bisschen bitter, dass er das da halt machen musste. Aber naja, erstmal Gang auf der Bottom Lane. First Blood ist ja noch raus. Stun kommt raus auf Gorek. Kriegt einiges an Damage von den Phoenix Spirits und wird hier wahrscheinlich down gehen. Ja, jetzt spätestens der Ghost Dive. Sorgt für einen Kill. First Blood auf Gorek tatsächlich. Aber der Return Kill geht tatsächlich an Gorek. Kriegt ihr den Phoenix noch im Tower.
Und auch Fenrir wird low. Und tatsächlich... Artis macht das jetzt, okay. Bisschen zu spät. Denn, naja, hätte man... hätten sie den First Blood fast noch erwähnen können, aber sie brauchen halt überhaupt erst Level 2 auf Artis so richtig, um das anzugehen. Und halt klar, bei knapp 3 Minuten kann man den Klippen-Laner mal so langsam killen. Oh mein Gott, der Twitch-Chat ist von Russisch übernommen worden. Oh mein Gott, sie sind überall. Oh, Gorek kriegt schon wieder ein Go. Kriegt leider sein Shadow Bird nicht raus. Das ist bitter. Jetzt hat er so langsam raus. Muss ich jetzt hier juken. Aber schafft es nicht ganz. Ah, schon wieder. Wieder geht er hier down. Wolak hat tatsächlich alleine keine gute Zeit. Hat auch gegen diese Dual Offlane. Hat halt kaum Vision hier hin und kann halt nicht rechtzeitig sehen, wann hier die Vengeful's Bild rauskommt. Ist recht bitter dafür. Super kann jetzt langsam auf die Lane kommen. Ist halt noch Level 1 gegen Anti-Match Level 3. Ist das keine gute Zeit. Aber wird hier langsam Levels bekommen. Muss halt jetzt quasi 3 Minuten lang wieder aufholen. Sehr weit zurück. Andererseits, dafür, dass sie halt hier eine Tri-Lane haben, passiert auf der Top-Lane nicht so viel. In schöner, perfekter Russen-Manier erstmal. Die Pause kommt raus, direkt mal die erste Fragezeichen. Sie sind noch im LAN. Erstmal aggressives Fragezeichen im All-Chat posten. Das ist immer die beste Möglichkeit, wie man eine Pause, wenn man die Pausenzeit mit dem All-Chat super überbringt. Nicht. Keine Ahnung, zumindest sehe ich da ein sehr aggressives oder passiv-aggressives Fragezeichen dort direkt da drin. So. Wird schon halt irgendwas los sein. Ein Tactical Pause sieht eher nicht danach aus. Tja, Miranda muss kurz das reconnecten. Ansonsten geht es wahrscheinlich gleich weiter. Es kann aber auch sein, dass es halt irgendwo ein Problem gibt im Setup auf der Stage. Weil es hat ja auch schon sehr lange gedauert, bis es losgegangen ist. Es waren knapp irgendwie 30, 40 Minuten lang nichts los. Weshalb da durchaus Technical Issues in China sein sollten. Keine Ahnung, wo es ist. Asian Championship, keine Ahnung, ob es in China ist oder nicht. Weiß nicht. Keine Ahnung. Tja, ansonsten. Reconnected. Können wir langsam die Last jetzt aufmachen, nach 3 Minuten. Wäre sinnvoll. Haben wir in der Mitte Troll gegen Dusa, komplett gleich. Auf der Offlane haben wir aber hier tatsächlich Gorek, der farmen kann. Und halt auch Artis, der natürlich farmen kann. Nachher SSS kriegt tatsächlich nicht so viel wie der Warlock da raus, obwohl er 2 Kills raus hat. Das sieht natürlich im Networth ganz anders aus. SSS top of the board, weil er First Blood bekommen hat und 2 Kills. Aber ja, im Last jetzt noch nicht. Double Damage geht an Black. Er hat in der Mitte eine ziemlich gute Zeit. Troll kann ihn zwar schon down bekommen, aber es dauert halt lange und in der Zeit können Supports da sein. Wenn ich fürs Bild als Rotation, glaube ich, ist da ganz sinnvoll. FY und Fenrir bewegen sich jetzt so langsam zusammen rum. Gucken, ob sie da ein paar Pickoffs bekommen. Sich nicht ganz so sicher, was sie tun sollen. Und splitten jetzt wieder. Haben jetzt halt leider keine Wave, von daher muss er hier oben gucken, ob da eine Ward ist. Kann er nicht mit der Wave gucken. Und aber die Trident oben. Ah, das bekriegt Farm. Aber ansonsten tut die Trident halt wirklich gar nichts. Haben wir doch keine wirklichen Supports für rotieren. Das hätte so das Ding. Fenrir mit der Invis-Rune ein weiteres Mal hier rotiert. Und ein weiteres Mal wird Gorek ihn nicht kommen sehen. Ein weiteres Mal wird er hier down gehen? Nicht down gehen? Wird er wahrscheinlich down gehen, ja. Dann kommt der Arrow, aber von den Creeps gefressen. Bitter. Er kommt tatsächlich einen TP, genau, und wird abgebrochen. War ein bisschen vorzeitig. War halt schön reagiert hier. Aber nichts passiert, von daher können sie oben bleiben. Also TP war von Dread. So wie es scheint. Oder so. Oder vom Troll. Kann auch sein. Ja. Bis auf die 2 Kills bekommen, aber tatsächlich VG halt auch recht wenig unten aus der Lane raus.
Da passiert halt nicht so viel. Sie kriegen Gorek halt jetzt zweimal down. Gorek ist sehr, sehr passiv. Versteckt sich sogar hier unten und nicht halt im eigentlichen Wald hinter dem Tower. Einfach aus Angst vor den ganzen Arrows. Aber nein, sie sind jetzt in der Mitte. Und Troll müsste jetzt Ahnung, Achtungs haben. Und ja, er hat Angst. Holy shit. Guckt euch mal an, wie viel Angst Hellraisers haben. Mal schauen, FY wird demnächst schießen. Wahrscheinlich aber erst, nachdem Fenrir den Setup macht. Und die beiden Supports kommen schon in die Mitte. Von daher muss jetzt. VG müssen was tun. Oder die Supports sind da. Nein, da kommt der Go. Stun kommt da. Arrow kommt wunderschön interpoliert hier den Gang. Und da kommt. Der Lift kommt da. Aber im Prinzip können sie nicht so viel tun. FY. Ah, oh, kriegt nochmal den Stun ab. Aber mehr ist nicht nötig. Kriegen hier den Troll. 3 zu 3. Und wichtigere Kills auf VG. Als würde ich jetzt mal sagen, auf Hellraisers. Die haben auch ein paar Kills, hatten jetzt aber super auf Level 1 gekillt, nicht so wichtig. Und noch ein paar andere Sachen, aber die Cores gehen halt down. Sie halten Gorek down und jetzt auch der Troll in der Mitte. Wichtige Kills für die Roaming Supports. Aber das ist auch doch nötig. Wenn die Supports schon roamen, dann müssen sie halt auch irgendwas accomplishen. Und das tun sie auf der Seite von VG auf jeden Fall. Tja, Artis farmt weiter, Medusa farmt weiter auf Black. Wir haben einen Troll in der Mitte, der immer noch im Farm gleich ist, obwohl er den einen Arrow gefressen hat. Phrasend. Nein, Gorek muss sich jetzt selber pullen, hat einfach viel zu viel Angst auf die Lane zu gehen und prinzipiell kann er das halt auch nicht überleben. Ein Venge-Stun und der ist down. Der Phoenix macht viel, zu viel Damage. Gorek ist tatsächlich aber ein besserer Hero, um gegen Phoenix zu lane. Einfach nur, weil das Shadow Word hat. Phoenix macht Damage over Time und Warlock kann sich over Zeit heilen. Ist ziemlich okay. Ja, nach 7 Minuten 30 sein Ulti für eine 1-0-2 ist es in Ordnung. Venture Spirit wird hier alleine gelassen und auf der Toplane gibt es Action. Wenn ich Ice Ice, der hier voll rangeht und seine Supernova machen wird, Artis wird dann down gehen, kommt rausgeblinkt, aber geht hier down. Und auch Witch Doctor geht im Phoenix Ulti down. Gott, der wird Schwierigkeiten haben, da hinterherzukommen, glaube ich. Aber überlebt das tatsächlich. Und der Arrow kommt nach oben, fischt, aber nicht gefunden. Und jetzt ist der Arrow raus, von daher kann Goddamn auch einfach TPen. Aber wieder schön Ice is Ice rotated. Hat halt gesagt, okay, ich habe die Levels, ich bin Phoenix, ab dafür. Jetzt bin ich ready, jetzt kann ich rotieren. Ja, und hat dann halt schön einen Doll Kill gefunden auf den Anti-Mage. Das ist halt super wichtig und eine super gute Rotation von Ice is Ice hier. Vorher mit dem nächsten Fishing Arrow, nichts. Haben sie, glaube ich, auch gesehen. Ja, mit dem Ward haben sie dann auch gesehen, dass er hochgeht. Also es ist, macht ein bisschen Action auf die Midlane. Dafür, dass der Troll halt auch nicht so. Der Troll muss man hoffentlich wieder down gehen, ja. Bisher von Hellraisers sind viele Helden hier down gegangen. Ja, bis auf Rubick ist halt jeder schon down gegangen. Und das ist halt wichtige Kills. Wohingegen Hellraisers haben halt ja super immer gekillt. Und jetzt töten sie nochmal einen Troll. Snake, oh Gott, der hat da zu früh gemacht. Hat jetzt die Snake nicht, aber Troll überlebt noch, haben keinen Damage. Jetzt kommt natürlich der Rock und versuchen zu turnen. Haben sie den Damage? Oh, wunderschön gemacht hier. Schön Slow. Okay, never mind. Ja, der hat sein Slow benutzt. Wow. Aber Black überlebt das tatsächlich anscheinend. Phoenix geht hier rein. Ice is Ice ist low. Alles ist Ice geht down und Afro. Oh, Miss High Ground von FY. Das ist bitter. Und dann traden sie tatsächlich 1 zu 1. Rubick als einziger Überlebender. Also als einziger, der nicht gestorben ist, geht hier auch nochmal down. Aber auch Phoenix ist down. Ice is Ice hat hier eines gegeben. Artis TP'd einfach mal mitten vor Fenrir weg. Auf die Top-Lane. Und wird einfach gestunt. Sehr gut. Das war nix. Nun gut. Aber klar, kein Rock oben. Von daher. Witch Doctor ist noch dran gegangen. Einfach Ember. Ember hat ihn initiated und gut war. So, jetzt immer noch die Snake ist gestohlen. Ich weiß nicht, wie die Snake wirklich haben will. Hat halt eben halt den Fehler gemacht, dass er einmal halt zu früh das Ganze. Zu früh gespaced hat und kurz danach kam halt direkt das Medusa Ulti Stone Gaze und dann hat er sich wahrscheinlich sehr, sehr geärgert. Gorek.
Okay, ansonsten Last Sits, langsam Ice und Black spielen sich vorne hin. Der Rest ist halt alle schon mal gestorben. Bisher Black ist noch nicht gestorben. Und ja, Ice doesn't care. Ist gerade wieder so ziemlich gut on fire, will ich jetzt mal sagen. Hat seine Urne, hat wieder das Signature Midas drauf. Und geht halt einfach ziemlich stark ab hier. Was haben wir sonst so? Was haben wir eigentlich an Signature-Items so wirklich? Warlock hat ja auch in Midas gegangen, okay. Sowohl SSS als auch Gorek gehen hier auf Midas. Auch gut, ist sehr level-dependent und braucht halt auch Items, nämlich Arcanum's Refresher. Ist halt Zeus, basically. Ansonsten hat Signature-Items, glaube ich, ja gut, Battlefury halt, ne? Battlefury. Ja, wird noch eine Weile dauern. Für Artis. Ansonsten Troll, ja, Saint Yasha oder so. Es sind wirklich keine Signature-Items drauf. So wirklich für niemanden. Also vielleicht halt die Linkens. Auf der Seite von Medusa, Linkens, ja, keine Ahnung, ein Lift, ein Bounce. Ich weiß nicht, ob hier Medusa mit dem Linkens so wirklich zufrieden ist oder ob sie das will. Weil das wird halt auch nur von Rubik irgendwie geprockt oder da wird halt vorher Dinge drauf geworfen. Da haben sie, glaube ich, zu viel. Das ist Medusa halt irgendwie die wichtigen Sachen wie einen Lift oder eine Mana Void blocken könnte. Glaube ich halt mal nicht. Okay, FY bekommt so ziemlich die einzige Rune, die gegen Troll hilft, nämlich eine Haste-Rune. Wow. Goddamn. Wird sehr low. Also das heißt, er hat dann voll in ihn reingehauen, aber der Heal von Gorek hält ihn da am Leben. FY geht mal gucken, hat eine Haste-Rune. Ist damit okay, nimmt mal kurz diesen Abschnitt hier her. Und versucht mal halt jetzt einen Arrow von einer Position zu schießen, wo nicht wirklich. Oh Gott, ganz knapp. Ja, beinahe wieder reingelaufen sogar. Aber jetzt kommt der Mid-Push. Swap zurück, schön gemacht von Fenrir, aber da war auch Rubik halt einfach ein bisschen zu weit vorne. Haben wir nicht mit gerechnet. Jetzt kommt der Rock aber rein, sehr schöne Cascade, die bounced. Fenrir hat jetzt ein kleines Problem. Aber das heißt mit dem, oh, wunderschönes Ulti-Placement dahinter, wenn sie von vorne initiated werden. Extrem gut gemacht von SSIs hier. Perfekt. Und Gorek geht jetzt auch noch down. 4 zu 0 war der Trade hier. Und sie kriegen das erste Golem noch. Starke Performance von VG und wieder starke Performance von SSS auf dem Phoenix. War halt gerade unterwegs halt, dass der Teamfight hier in die Richtung geht und dann halt nach hinten das Ecke geplaced und von hier aus kam der Return, sodass sie ja da fighten müssten. Stark gemacht. Aber, naja, der Tower ist down. Aber es ist auch nur der erste Tower, da können noch ein paar Tower kommen. Der Teamfight von HR ist gar nicht mal so schlecht. Ich meine, Dread wird auch bald sein Death Ward bekommen, da ist der Damage halt schon vorhanden. Außerdem, so viel AOE-Stun haben halt einfach VG nicht. Wenn der Arrow raus ist und Vengeful Spirit Stun Swap auch raus ist, kann halt einfach Witch Doctor Ulti komplett durchzünden. Das ist halt so ein Ding. Tja, SSIS hat ein bisschen Spaß mit Artis. Aber Artis will halt auch selber weiterfarmen. Kriegt es hier was? Komplette Battlefield? Nein, braucht noch hier kurz das. Das Glamour sieht irgendwie ein bisschen dunkel aus. Ja, ich weiß, das ist ein Kill, aber hey. Na Gott, der überlebt das tatsächlich. Hat einfach noch hier schön mit dem Flame Guard. Aber Fenrir, nee, scheint das Ganze auch noch zu überleben. Schöner Swap zurück. Aber der Flame Guard lebt immer noch. Und jetzt ist er down und direkt poppt auch der Rubik. 500 Leben hält das Ding ab. Das ist schon noch einiges. Tja. Irgendwie haben Hellraisers halt wirklich nicht viel VG entgegenzulaufen. Es ist Ice Phoenix. Geht halt Ham und auch obwohl Super eigentlich die ersten 3 Minuten des Spiels auf der Klippe verbracht hat. Level 9, knapp Level 10. Ist im Networth bei 4600. Und ja, sie holen einfach Troll jetzt down. Es ist viel zu stark. Hellraisers kamen da gerade nichts entgegenzusetzen. Müssten halt eigentlich nur komplett groupen. Aber selbst dann, wenn sie halt einfach. Sie bekommen Fire Spirits ab. Und dann kommt das Ei. Supernova wird aktiviert. Und dann sind sie einfach down. Dann sie hat momentan halt wirklich nichts entgegenzusetzen. Was sollten sie tun? Was wäre die Möglichkeit jetzt hier? Prinzipiell müssen sie Anti-Mage farmen. Anti-Mage wird schneller fett als Medusa und kann schneller fighten. Dread geht hier down. Recht eindeutiger Down-Kill. Oh, Supernova!
Dachte, er ist nötig, okay. Wird hier eine frühe Supernova. Hat es anscheinend mit Leuten gerechnet. Nee, hat er R gedrückt, aus Versehen. Okay, ich bin mir nicht ganz sicher, was da passiert ist. Aber stark auf jeden Fall. FY geht jetzt down, hat den Leap schon verbraucht. Und immerhin kriegt hier Afroninch einen Afroninch, so. Okay, wahrscheinlich nicht. Also, ich brauche mich zu korrigieren, wenn das, was ich korrigiere, auch selber wahrscheinlich noch falsch ist. Aber erst erstmal auf der Top-Lane. Haben die zwei Supports quasi. Klar, Gorek ist noch ein bisschen mehr, aber versucht hier raus zu DPen. Schafft es wahrscheinlich auch. Goddamn, kriegt hier Lassos, aber kann sie doch noch benutzen. Trotzdem geht er hier natürlich easy down. ISIS ist zur Stelle und holt sich auch diesen Kill ab. Das Golem kommt wohl weg. Ja, versucht sich halt irgendwo in den Engines zu denyen oder generell halt die Zeit abzuwarten. Haut noch einmal schon Fenrir rein und dann ist genug. Artis findet hier oben eventuell Black und der hat recht wenig Mana. Das könnte man eventuell tun, hat er einen Diffu? Nein, braucht er nicht. Holt sich vielleicht auch einfach noch, ja, wartet er die... Ah, da ist Dread. Und ein bisschen vielleicht zu spät, aber ja. Das... Oh, Mana Void. Oh, Stick Charges haben ihn da gerettet. Holy shit. Hat er sehr schnell viel Mana bekommen. Hat er wenig Mana gehabt, hat aber noch 500 insgesamt gehabt und das... Hat ausgereicht, um den Stick Charges halt schnell wieder aufzufüllen. Das war auf jeden Fall knapp. Ich glaube, wenn die Mana Void vor den Stick Charges rausgekommen wären, wäre das anders gelaufen. Trotzdem halt, die Cast kam ein bisschen zu spät leider. Und dann war der Death Ward halt zu weit weg, um den Damage zu machen. Tja, Anti-Mage hat immerhin seinen Battle Fury, trotzdem super, dived ihn jetzt hier tief, okay. Aber okay, noch nicht so ganz. Müssen halt darauf abwarten. Prinzipiell, Gorek mit der Hand of Midas kriegt Dinge. Artis auf dem Anti-Mage hat natürlich irgendwie Farm und kriegt auch irgendwie den Farm. Troll kann ihn buffen. Reicht das, um ISIS zu killen? Es sieht nicht danach aus. Whoops. Okay, ohne den Damage, ohne Hits passiert sowieso nichts. 5 zu 17. Und ISIS ist weiter. 7-2-7 auf dem Phoenix. Ist an 14 Kills von den 17 beteiligt. Was eine Performance. Und immerhin als Phoenix ist es nicht so schwer, einen Assist zu bekommen. Denn hey, Supernova an und erstmal Damage auf alles. Auf der Map oder alles auf dem Bildschirm. Um es mal so eher genau zu sagen. Oh, und jetzt finden sie ja noch Stacks von der HR. Das läuft nicht so gut für Hellraisers. Bottom Tower ist jetzt auch down, Top Tower ist down. Alle T1 Tower sind down. Demnächst ist wahrscheinlich dann Roshan-Zeit für Vici. Allerdings ist das Lineup von der HR doch halt recht scary in Roshan. Und da müssen sie jetzt gucken, ob sie das wirklich wollen. Artis übernimmt währenddessen den Enemy Jungle. Ah, da findet er halt auch nur übrig gelassene Creeps von Midas. Was halt auch nicht so ist. Schauen, ob sie jetzt hier. Ja, sie wollten Roshan contesten. Finden aber jetzt das Lineup. Finden jetzt hier Vici. Oh! Zu spät. Oh, Phoenix Icarus Dive. Sehr schön gemacht hier. Zurückgeworfen, Vici. Holt sich jetzt hier noch den Leap, für dass er gerade so wieder rauskommt. Aber Vici. Gorek geht hier down, kann nicht den Rock werfen. Das ist bitter. Und jetzt macht ISIS natürlich den Damage. Versucht hier was zu tun, aber keine Chance überhaupt. Double Kill für Super. ISIS Killing Spree. 4 zu 1. Easy. Und hat halt keine Chance, da irgendwie den Phoenix anzugreifen. Ein schöner Pickoff, aber also haben sie halt, wollten sie mehr und sind halt nicht hier unten abgehauen, sondern haben sich gescattert und wurden einfach von Vici gefunden. Die halt gerade leider auch alle im gegnerischen Jungle rumgestanden haben. Das ist halt bitter gelaufen für Hellraisers, dass sie da halt wirklich alle in der Gegend waren. Und sie halt keine Mirana einfach so gefunden haben, sondern das komplette Vici-Liner. Dann passiert sowas halt mal, ne? Tja, Artis farmt noch ganz gut, ist halt aber, das Problem ist halt, Black farmt weiter und hat halt außerdem noch keine Deaths hinter sich. Wohingegen Artis halt bei 1-1 ist, Black bei 2-0 und dann, ja, kommt sowas halt mal vor. Finden hier Main Ward und tja, die einzige Möglichkeit, wie sie zurückkommen können, ist prinzipiell der Anti-Mage. Der wird langsam fett. Aber vielleicht könnten sie einen Roshan sneaken. Aber das sieht... Oh, da kam der tatsächlich
daneben vorbei. Wo steht der denn eigentlich? Stand der nicht irgendwo? Hat er doch ein Remnant geschickt? Ach doch, doch, da steht er hin, okay. Wir versuchen jetzt hier irgendwie das Ganze... Ah, nee. Aber sie wurden hier gesehen. Na gut, und ja, jetzt sterben sie alle. Ich muss dazu gar nichts sagen, seriously. Also das sind 5 Leute im Pit. Versucht, ich glaube, da kommt gleich das GG raus nach sowas. War doch schon schön, wir haben den Remnant hier gesehen. Haben sich ja ganz hinten versteckt. Wurden dann aber auch alle irgendwie von Rushern beschädigt. Da standen auch wirklich alle zusammen. Hatten keinerlei Vision draußen. Und ja. Dann ist Ember Special einfach mal durchgeklieft. Okay, er hat noch kein Cleave. Es war kein Durchkliefen, aber... Oh boy, oh boy. Ember Special holt sich jetzt mal die Aegis. Ja, man hat ja Zeit. Man kann auch vorne die verkaufen gehen und so. Battle Fury jetzt fertig. Wird so langsam fett. Hat jetzt auch den Anti-Mage übersprungen, Sachen last jetzt. Top 3 sind Farmer von VG. Tja, looking strong. Bottom Tower wird wahrscheinlich auch down gehen, wird nicht denied werden. Oder wahrscheinlich gleich. Und die Frage ist, ja, können Hellraisers irgendwas tun? Es sieht nicht danach aus. Besonders wenn sie halt so out of position sind und super alleine einfach die Kills holen kann. So, oh, steht ein Troll und ein Rubik. Ja, dann töte ich die halt einfach mal. Zack. Und, ja, Eis wird sich den Kill. Also kein Double Kill für Super. 9-1 auf Super. 12-2-12 auf Eis. Der seit dem letzten 7-2-7 ja, knapp doppelt so viele Kills und Assists genommen hat. Und immer noch nur 4 Kills im ganzen Spiel verpasst hat in Sachen Assists. Ja, mit dem Sunray geht das ja doch einfach. Geht jetzt hier Hackground, 22 Minuten. Das sieht mir sehr nach dem Stomp aus. Die ersten Racks fallen auch nach 22 Minuten. Hellraisers nimmt den Trade für den T1. Werden sie den bekommen oder werden VG hier deffen kommen? Ja, haben keine Glyphe und werden deshalb leider diesen T1 Tower fallen lassen müssen. Rubik versucht die Stellung zu halten. Und mit Stellung gehalten, mein schafft er es tatsächlich, VG vom Fountain Diven abzuhalten, aber mehr ist da nicht passiert. Ja, next game please, genau. Das sieht mir sehr over aus. Ja. Gotham kann verteidigen, der Rest ist nicht so wirklich D-Push vorhanden. Außerdem, Super macht schon einiges an Damage, auch wenn er nur durchklieft. Wenn er dann noch die Chains trifft, dann macht es nicht mehr Spaß für Supports irgendwo zu stehen, wo sie einfach einen D-Push raushalten können. Eis findet wahrscheinlich hier Artis. Können sich beide nicht so... Okay, mit dem Hex vielleicht, aber nein. Findet ihn nicht, geht an ihm vorbei und Artis farmt halt einfach nur und sagt sich, okay, das Game ist vorbei, ich will einfach nur... Wie sieht's aus? Und Last Hits, ganz knapp hinter Black. Ja, braucht jetzt unbedingt Last Hits. Muss jetzt hier halt noch ein paar Creeps skippen. Und dann... Damit er wenigstens mit mehr Last Hits als Black rausgeht. Aber Black legt auch vor. 83, 82, 84. Hinterher. Und jetzt hat das Problem, Artis hat keine Creeps mehr. Da muss er irgendwas tun. Meanwhile, Rex wahrscheinlich. Aber ja. Artis hat jetzt hier ein Problem. 2 Last Hits vorne für Black. Wie sieht das, wie wird das Spiel weiter ausgehen? Super wird zurückgeworfen. Ansonsten passiert erstmal nichts. Black... Ja, Tibi dann doch zurück. Black, ja. Artis Tibi dann doch noch zurück. Aber Black steht hier da. Black steht High Ground. Black haut den Damage raus. Ist da nicht wirklich viel zu machen für Hellraisers. Können wahrscheinlich ihre Base noch deffen. Aber spätestens, wenn unten der Go reinkommt, wird's da schwierig. Ja, Smoke wird gepoppt. Smoke wird aufgedeckt. Und da kommt der Swap rein. Swap zurück für Artis. Und direkt der Stun, direkt der Kill. Aber... Einigen Damage auf Fenrir, kriegen tatsächlich noch 7 Kills und sehr weit hinten die Phoenix dann. Einfach um sie abzusichern, dass Vici hier zurückgehen kann und den Stun noch raushalten kann. Eis kommt hier wieder rein, ist schon fast direkt wieder down. Geht hier eventuell mit den... Oh, schönes Mirana-Ulti, das dir Schlimmeres verhindert. Halten doch noch okay, aber andererseits dachte ich, dass mehr down sind. Ist tatsächlich nur Venture Spirit gestorben. Und ja, mit den Buybacks selbst hilft es nicht so viel. Rubik musste Buybacken 3 zu 1 war der Trade. Ups. Das war der Arrow. In the face. Wieder einer down. Und Dread sagt, GG, well played. Nach 25 Minuten. Stompy, stomp, stomp.
Stompy Max Stomp Stomp hat zugeschlagen für VG und überzeugend gewinnen sie das Spiel auf dem Rücken von Ice Assassin Super, technically. Der zumindest die Kills geholt hat, aber ja, Ice, ganz klar hier der Favorit von Anfang an. Zwei Kills auf der Lane bekommen, richtiger Zeitpunkt rotiert, richtiger Zeitpunkt die Kills rumgehalten. Failrazers hat aber auch die Top-Lane nicht so gut funktioniert. Sie haben immer rumrotiert, aber haben dann halt zu lange auf der Lane vielleicht geblieben und hätten vielleicht, wenn sie Gorak gedefendet hätten, noch was tun können, aber so. Stompy Stomp Stomp, aber Best of 3, Hellraisers gegen VG Gaming. Game 2 folgt hoffentlich sofort, wenn, keine Ahnung, zwischen 10 und, zwischen 5 und 10 Minuten wahrscheinlich, hoffentlich. Von daher, bleibt dran, bis gleich.